So, hallo, wir machen weiter bei Cult of the Lamb. Ihr seht immer daran, wenn ich schon hier starte, das ist genau das, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist also noch natürlich die gleiche Aufnahme, also beziehungsweise ne, die gleiche Session. Es ist letztes Mal eine Menge schief gegangen und irgendwie auch nicht. Also wir haben jetzt eine Krankenstation, wir haben aber auch eine Menge Anhänger letztes Mal verloren. Na gut, was heißt eine Menge, aber ja. Es gab einen Hungereffekt von dem aktuellen Gegner, der dafür gesorgt hat, dass fünf meiner Leute plötzlich hungern, was nicht so gut war. Veit ist abtrünnig geworden, den haben wir jetzt fast wieder bekehrt. Ja. Wisst ihr, was wir jetzt am Anfang des Parts machen? Es ist ja eh gerade Nacht. Wir gucken mal gerade wieder zum Würfelspiel. Ob da jetzt irgendwie mehr los ist. Nö. Nö. Also das ist, ich glaube, das geht einfach mit der Zeit, kommt da einfach mehr dazu. I don't know. Was mit denen ist, weiß ich auch noch nicht, aber da habe ich ja vielleicht auch noch nicht alle gefunden. Vielleicht kommt ja noch hier noch ein Gebiet dazu, ich weiß es gerade nicht. Oder ich habe vielleicht hier sogar eine Schnecke übersehen. Das kann ja auch sein. Ich laufe jetzt nochmal ab. Vielleicht habe ich hier auch irgendwo eine Schnecke übersehen. Kann ja sein, dass hier in der Nacht auch irgendwo so eine Schnecke ist. Aber ich sehe hier keine Schnecken. Ah, nee, hier ist keine Schnecke. Wie viel brauche ich hier eigentlich? 12. Ne, hier sehe ich keine Schnecken. Okay. Nun gut. Tynana, du kannst dich gleich wieder schlafen legen, nachdem ich dich gesegnet habe. Vielleicht lebt ihr ja so ein bisschen länger. Kann ja sein, ich hoffe es. Bartman, du auch. Erstmal streicheln. Oh, den haben wir, dann haben wir, dann haben wir Bartman auch noch auf Level 6. Nice. Massensegnung. Let's go. Sehr gut. Sehr. Oh, die nächste Dings haben wir auch dabei. Sehr gut. Den haben wir noch nicht gesegnet. Let's go. Sehr schön. Prima. Oh. Hier haben wir noch was. So, aber Bartman, wo ist denn der jetzt hin? Ich will, dass der sich schlafen legt. Und zwar nicht für immer. Bartman, wo bist du hin? Alter, ist er schnell. In seinem Alter. So, geh mal schlafen, Kollege. So, Veit ist auch gleich wieder am Start. Ich hoffe, du hast dich wieder beruhigt, mein Freund. Ja, dann kann ich dich jetzt wieder entlassen. Sag mal, ich habe dich erst zu Level 6 gemacht und dann, ne? Und dann sowas. Was soll denn das? Ha? So, und dann gehen sie aber ganz schnell, bevor noch einer von denen stirbt, zur Predigt. Weil dann kriege ich jetzt nochmal schön viele Punkte auf jeden Fall für die ganzen Level 6er. Let's go. Sehr, sehr schön. Prima. Okay. So, wir können auch schon wieder die nächste Stufe hier gehen. Zack. Jenseits haben wir jetzt fertig. Bis jetzt, ich kann mir halt nicht so viel drunter vorstellen. Ich könnte mir bei Arbeit und Beten drunter vorstellen, dass die vielleicht schneller arbeiten oder sowas. Und keine Ahnung. Wir gehen mal rein da.
Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft gläubig. Sie erzeugen 15% schneller Hingabe. Alle erhalten fleißig. Das Arbeitstempo erhöht sich um 15%. Das klingt beides nicht verkehrt. Aber ich glaube, das Arbeitstempo ist mir dann doch wichtiger. So. Zack. Ich... Ja, ist egal. Okay, 18 Münzen. Nice, nice. So. Weil dann gerade hier unten die Sachen schneller laufen. So, jetzt müsste ich eine Küche bauen können. Let's go. Da bin ich jetzt gespannt, wie das funktioniert. Okay, die ist ziemlich groß. Die setzen wir mal hier neben den... Ja, hier passt du doch ganz gut hin. Zack. Prima. So, bauen wir mal das Ding auf. Die ist verdammt groß. So. Okay, wie funktioniert der Spaß? Kochen. Weil das Ding ist doch jetzt... Ach so, ich kann hier was in die Warteschlange und das Kochen dann die für mich. Na? Ich glaube, so rum funktioniert das. Das heißt, wenn ich dann, wenn ich auf Mission gehe und hier was in die Warteschlange packe, müsste es in der Zeit gekocht werden. Während hier koche ich es ja selber. Das ist übrigens noch für die Mission. Für, ja, genau, für dich ist das. Hol dir dein Essen. Sei mir nicht böse, wenn du krank wirst. Ich schicke dich sofort in das Ding da oben. Okay, er ist direkt krank geworden. Tut mir leid, Agares. Tut mir leid. Dir geht's schon wieder gut. Ah, ich fühle mich echt... ne? Es ist... Ach. Aber Felix wollte das. Hier, jetzt kriege ich von ihm die Belohnung. Nicht zu glauben, dass es noch einmal funktioniert hat. Über das Gesicht des Kauens und Dreckkuchens konnte ich... Ach, nee, Felix. Nee, das ist nicht lustig. So. Okay. Weil, guck mal, wenn ich gemacht hätte, schneller Hingabe, das fühlt sich schon schnell genug, der Spaß hier. Das fühlt sich alles schon schnell genug. So. Ich wollte die gemeinsame Unter... Warte mal, was? Heilquartier 2. Ach, das war das Ding. Nee, ich wollte auch noch die gemeinsame Unterkunft. Mir scheint, es ist ein Unterschied. Mir scheint, da gibt es einen Unterschied. So. Was brauche ich für die gemeinsame Unterkunft? Auch Kot, das ist nicht das Problem. Also der Dünger ist es ja. Entschuldigung. 8 Goldbarren. Ah, für die gemeinsame brauche ich sogar... Brauche ich sogar mehr. Aber können dann da wirklich alle rein? Oder wie viele... Es steht nicht dort, wie viele da rein können. Aber gut, dann bringen wir das doch mal jetzt. Starten wir doch damit mal. Wir brauchen... Wie viel Goldbarren? 8 Goldbarren. 10 Steindinger. Also machen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mehr habe ich nicht, weil ich nicht mehr Geld habe. Das ist in Ordnung. Dann machen wir erstmal hier die Steine. So, deswegen ist das schnellere Arbeiten schon sinnvoll gewesen, ne? So, jetzt haben wir nämlich hier 2 Leute, die hier arbeiten. Wunderbar. So.
Gut, ich denke, dann könnten wir auf Kreuzzug gehen, oder? Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ich stelle hier jetzt mal ein. Ich packe jetzt mal ganz viele Bärenschüsseln rein. So, ne? Warum nicht? Und ich hoffe, dass sich dann da jemand drum kümmert, wenn ich auf Mission bin. Weil, ne, also Hunger ist... Warte, wir machen vorher das Hunger... Wir machen vorher das Hungerritual. Dass wir auf jeden Fall mit komplett vollem... Wollte ich doch gar nicht. Dass wir auf jeden Fall mit komplett vollem... Wollte ich doch gar nicht. Dass wir auf jeden Fall mit komplett vollem... vollem Dings hier loslaufen. Das halte ich für sehr sinnvoll. Vor allem, ich weiß, das müssen wir jetzt auch feststellen, ob es jetzt beim nächsten Durchlauf überhaupt wieder diesen Fluch gibt. Weil ich habe den Durchlauf ja nicht geschafft. Aber vielleicht gibt es ihn ja gar nicht nochmal. Oh, wollte ich nicht. So, aber ich will das Vlies ausziehen. Ich will das Vlies ausziehen mit dem, So, das da will ich wieder haben. Ich meine, das klingt auch nicht verkehrt, aber da dürfte man sich halt nicht treffen lassen und hat man mehr Energie. Ach, ich habe, kann ich ja noch gar nicht nutzen, ich Depp. Kann ich ja noch gar nicht nutzen, okay. Gut. Okay, so, dann könnt ihr weitermachen. Hunger ist voll, es ist eigentlich alles in Ordnung. Und wahrscheinlich bricht gleich wieder die Hölle über uns ein. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob es wieder diesen Effekt gibt. Also ob der Fluch nochmal kommt oder ob das nur einmal kommt bei einem Durchlauf. So, wir haben die Eiferaxt. Let's go. Bartman ist gestorben. Ich gehe hier rein und du stirbst. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt liegt da wieder die Leiche rum. Jetzt liegt da wieder eine Leiche rum. Ey, das ist doch... Ja, kann ich jetzt nicht ändern. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich komme hier nicht raus. Blöd, aber was soll ich tun? Wir werden auf jeden Fall Bartman wiederbeleben. Aber ich habe ja auch gerade erst was durchgeführt. Also so krass dürfte doch der Glaube jetzt gar nicht... Guck mal, ich weiß nicht... Bringst du es zu Plimbo, hältst du eine Belohnung? Hier steht es. Ich habe keine Ahnung, wer Plimbo ist. Aber okay. Kennen wir Plimbo schon? Ich habe keine Ahnung, wer Plimbo ist, aber vielleicht kennen wir Plimbo schon. Ja, okay, Glaube ist in Ordnung. Ist nicht das Beste, aber ist okay. So, guck mal, da haben wir direkt wieder jetzt nämlich die Karten. Und das Ding ist ja, wenn ich die Karten wählen kann, habe ich ja die Auswahl zwischen zwei Stück. Dann kann ich trotzdem so ein bisschen danach gehen, was mir wichtiger ist. Ja, das zum Beispiel. Ah, und hier kann ich... Das ist jetzt das, was ich gemeint hatte letztes Mal. Wenn ich hier nämlich jetzt Gold hergebe... Und scheinbar kann ich es nicht, weil ich nur 11 Stück habe. Schade. Dann könnte ich hier, glaube ich, eine neue Karte ziehen. Also wenn wir noch Geld zusammenbekommen, kriege ich eine neue Karte. Und dann kommen wir nämlich auf insgesamt mehr als 4 Stück in einem One. Aber dafür muss ich ein bisschen Gold hier mit reinnehmen, scheint mir. Aua. Haben wir 14 Gold? Das wird nicht reichen.
Aua. Ja, 17 Gold. Okay, wir müssen dann wieder Knochen natürlich mitnehmen. Das da, also Knochen darf ich nicht vergessen mitzunehmen. Knochen sind schon wichtig, sonst können wir die ganzen Rituale nicht durchführen. Oh, das gibt aber auch nochmal Gold hier. Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall mir eine neue Karte holen. Und da oben noch in den anderen Raum. So. Giftschaden bei getroffenen Gegnern, gegen einen Schaden, wenn du gegen sie... Nein, der Giftschaden ist super. Nehmen wir. Kann ich das jetzt nochmal? Wird aufgeladen. Okay. Okay, dann kann ich das nur einmal machen. Oder? Da wird aufgeladen. Okay. Oder heißt, wird aufgeladen, ich muss einen Raum schaffen und dann geht's wieder. Weil dann ist, wenn das der Fall ist, dass ich hier wirklich noch mehr und mehr und mehr bekommen kann, dann ist dieses Fließ mit den vier Karten am Anfang und keine einzigen anderen mehr wirklich nicht so viel Sinn, nicht so sinnvoll. Laplace-Würfel. 50% Chance, ein Herz zu heilen oder eine 50% Chance auf... Ah, okay. Na gut, das können wir ja direkt einsetzen, weil das ist ja nicht verkehrt. Jo, haben wir geheilt. Nee, okay, wird aufgeladen. Gut, keine Ahnung, wann das wieder dann geht. Aber es sind doch schon mal zwei sinnvolle Karten. So, weiter geht's. Okay, wir wählen den Weg mit dem Anhänger. Wir brauchen wieder mehr Anhänger. Oh, ich muss diesmal gar nicht kämpfen. Nice. Das war dann ein ganz schneller Raum. Sehr, sehr gut. Und wir sehen auch, es kommt der Effekt mit dem Hunger diesmal gar nicht. Der kommt also nur einmal. Das heißt, wenn man einmal das hat und es überstanden hat, macht er das nicht noch ein zweites Mal. Gut, gut zu wissen. Gut zu wissen, dass Hecate das nicht zweimal macht. So. Ah, ich liebe diese Vergiftung. Vergiftung ist echt stark. Oh, Holz kam aus der Truhe. Nice. Spricht überhaupt nichts dagegen. So. Okay. Jetzt haben wir wieder die Situation, dass ich es nicht verwechseln darf. Ich darf eine Sache von den dreien mir aussuchen. Sobald ich mich für eine entschieden habe, sind die anderen weg. Ganz wichtig. Den Gifteffekt habe ich sowieso noch drauf. Also, reinigendes Feuer. Vampir-Panzer-Handschuh. Eigentlich nicht verkehrt. Und mit Handschuhen greife ich halt auch recht schnell an, ne? Und Vampir-Schwert. Den Vampir-Panzer-Handschuh würde ich schon fühlen. Vor allem mit dem Effekt, dass ich mich mehr heile, wenn ich mich mal heile. Okay, let's go. So, hier geht's weiter. Oh, da ist noch ein Knochen. Oh ja, ich habe ja hier ganz viele Knochensachen übersehen. Alles her damit. Hier auch noch. Gehören Spilzspur und so weiter. Oh, der Turmraum. Der Turmraum ist gar nicht schön. Sehr gut. Ja, der Raum ist fies. Der kann einem, glaube ich, relativ schnell viel Damage machen. Wenn man nicht aufpasst, ne? Was? Tinana ist auch noch gestorben. Felix wird den Kult morgen verlassen. Willst du mich verarschen?
Felix! Ich komm doch gleich wieder. Hilfe! Ich komm doch gleich wieder. Ihr könnt doch nicht so eskalieren. So. Okay. Elektrische Laterne, ja toll. Ich muss trotzdem den anderen Raum mir angucken. Ob da nochmal eine Tarotkarte möglich ist. Nein. Aber Felix, warte. Wir kriegen das wieder hin, Felix. Heißt der erst? Erst ist er so hier. Hier, wir machen hier den Spaß mit dem und dem Spaß mit dem und so weiter. Und jetzt haut er einfach ab. Das ist frech. Nee, wir behalten die Handschuhe, alles gut. So, das ist frech. Mach nicht diesen, Felix. Okay, Bossfight. Let's go. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Oder hat Felix den Kult schon verlassen? Habe ich es richtig gelesen? Felix wird den Kult morgen verlassen. Alter! Jetzt kommt erst die Nacht, ne? Jetzt kommt erst die Nacht. Ich muss trotzdem wieder ein bisschen mehr Gas geben jetzt wieder hier. Bisher heile ich übrigens gar nichts mit den Vampir-Dingern. Hunde des... Oh ja, die waren gut, die nehmen wir mit. Jetzt habe ich das andere gar nicht angeguckt, aber ist egal. Aber Hunde des Schicksals waren gut. So, hier geht's nur hier weiter. Scheiß Türme, weg mit euch. Okay, hier ist wieder Tarotkartenraum. Der ist auf jeden Fall Pflicht, den zu besuchen. Okay, wir haben uns ein bisschen geheilt. Sehr gut. Sehr stark. So, Kollege. In der Nacht erhöht sich der Schaden. Reduziert die Lebensenergie auf... Wir haben jetzt halt gerade Nacht. Ich glaube, das ist nicht so... Wir nehmen lieber den hier. Und kann ich hier nochmal? Ja, ich kann nochmal. Okay, also 20 Münzen bedeutet eine neue Karte. Sehr, sehr gut. Ja, plus ein blaues Herz. Let's go. Oh, der hat ein Schild. Ah, das war die falsche Attacke. Ich bin dumm. Ich wollte die Attacke machen. Da habe ich meinen ganzen Eifer verdingst. Ah, jetzt habe ich den Eifer verdingst und bin beim Boss, oder was? Ach, geh wir heim. C-Paar. Ich hab daneben geschossen auch noch, Aber wir kriegen wieder Eifer. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ja, das haben wir gleich. Ich komme, Felix. Hau nicht ab.
So, hier, zack. Neuer Anhänger, let's go. Kürbis. Und Abflug. Und raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schnell Felix einsammeln. Ganz schnell Felix einsammeln, bevor hier irgendwas schief geht. So, Felix, 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 wo bist du? Felix, Chef, wo bist du? Oh Gott, wie sieht das hier aus? Felix? Felix? Nein, Felix, ich muss mit Felix reden. Felix? Er ist... Kann nicht mit Felix reden. Ich segne euch erstmal. Hat nicht funktioniert. Felix, hier! Felix! Abflug. Hier verlässt niemand den Kult. Hier verlässt niemand den Kult. Puh! So. Okay. Jetzt hatte ich eigentlich ja gedacht... Ich mach gleich die Predigt, wegen Dingen. Aus Gründen. Jetzt hatte ich ja eigentlich gedacht, dass ich diese La... Oh Gott, nur 5 Leute, mein Gott. Ich hatte ja gedacht, dass ich diese Leichen... dass ich die auseinandernehmen kann. Aber irgendwie hat es jetzt ja dann doch Glauben gekostet. Ich muss mir mal die Doktrin nochmal durchlesen. So. Was haben wir denn jetzt damit jenseits? Du hältst 10 Glauben, wenn du einen Ältesten... Ach so, den Ältesten verzehrst. Oh, scheiße. Ich muss die töten, bevor... Oh, das habe ich falsch gelesen dann wahrscheinlich. Ah, okay, das ist nicht so gut. Ah, okay, das ist nicht so gut. Aber wir können schon wieder die Feuergrube machen. Und dann machen wir gleich nochmal die Feuergrube. So. Dann haben wir kurz wieder ein bisschen mehr Glaube. Oder... Ach so, Veit ist krank, deswegen ist er nicht dabei gewesen, ne? Chef, du gehst mal... Nee, nicht Bettruhe, du gehst mal hier rein. So, geht's dir schon wieder besser? Dann wirst du noch gesegnet. Zack. Werd bloß nicht alt. So. Pass auf, wir machen das jetzt trotzdem. Ja, das finden die nicht so cool. Aber die finden es cool, wenn jemand Neues dazukommt. Ach, was ist das denn? Wird um 15% schwieriger, die Stufe zu erhöhen. Na gut. Na gut. Können wir mitleben. Können wir mitleben. So, let's go. Du gehst erstmal beten. Der kann gestreichelt werden. Okay, let's go. Du gehst auch beten. Oh, das sind alle nicht so happy, ne? Hier gerade. Kannst ja verstehen. Alter. Okay, kann ich schnell noch was anderes machen, was Mass Glaube erhöht? Wiederweckung erhöht ja nicht mal Glaube, ne? Also das kostet mich ja sogar Glaube. Das macht Glaube ein bisschen hoch. Ich meine, ich kann auch dieses Ding machen. Na?
Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Es kostet eh nur 12 Pilz, wir haben ganz viele davon. Dann senkt der Glaube nicht. Dann brauchen wir jetzt mal wirklich die Gehirnwäsche hier. So. Und dann bleibt das jetzt auch erstmal so. Ah, jetzt ist da auch so ein Dings. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Das hätte ich tatsächlich vielleicht machen sollen, bevor ich... bevor ich da... Was liegt denn da? Ach, das ist hier der Platz. So, was ist mit dir, Elios? Huch. Ich muss wirklich Eindruck schinden, eine köstliche Mahlzeit. Vorzügliches Gemüsefestmahl. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, mein Freund. Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das noch nicht. Chef, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Es tut mir leid. Das ist jetzt wieder was, wo ich die Mission verliere. Aber... Ergebener Dünger, okay. Aber das Ding ist ja das... Wo liegt noch Zeug rum? Das Ding ist ja das... Wenn ich jetzt die Mission verkacke, dürfte es ja innerhalb der Zeit sein, dass der Glaube, wo der Glaube nicht zurückgeht, ne? So. 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 Okay. Dann kann ich doch jetzt eigentlich, wenn der Glaube nicht zurückgeht, auch die Wiederbelebung von Bartman angehen, oder? Dann können wir uns das auch mal anschauen. Na, das dürfte doch nicht jetzt problematisch sein. Jetzt ist nur die Frage, ist er dann wieder Stufe 1 oder was hat er dann für eine Stufe? Alter, wie viele schon gestorben sind. Wir werden es sehen. Wir haben es ja noch nie ausprobiert. Willkommen zurück. Bartman hat die Eigenschaft katatonisch erworben. Was heißt das? Bartman, wo bist du? Ich muss dich angucken. Oh, Bartman. Ah, da unten ist er. Okay, machen wir erstmal kurz wieder den Kollegen hier. Machen wir Heilquartier 2, warum nicht? Zack. So. Steffi, ich will mit dir reden. Hä, wieso kann... Ich kann dem jetzt gar nichts zuweisen. Was heißt dieses katatonisch? Mit der Wiederweckung konfrontiert, muss auf besondere Weise geheilt werden. Oh, okay. Das ist also gar nicht so gut, wenn ich euch wieder erwecke, oder was? Kann ich ihn hier heilen? Hä? Da muss ich 15... irgendwas zahlen, die ich nicht habe. Kristall oder was ist das? Scheiße. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Ich hab das nicht, womit ich dich heilen kann, soll. Ich hoffe, der stirbt nicht gleich wieder. So, guck mal, du guckst jetzt ein bisschen hier das Ding an. Vielleicht hilft dir das ja. Ich hab doch keine Ahnung.
Okay, was brauche ich für die Krankendings 2? Oh, ich brauche immer so viel von diesem Spezialzeug. Mann. Gut, wir brauchen hier jedenfalls jetzt noch 3 Goldbarren und 5 Stein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, dann legt mal los, Freunde. Aber ich kann die dann nicht normal heilen. Ah, das ist nicht so gut. Ich kann nichts machen, ich kann nur Gedanken. Ich kann die nicht mal irgendwie... Na toll. Der ist jetzt halt einfach da. Oh, ich kann jetzt aber nur Pilze hier... aber nur Pilze anbauen ist jetzt auch nicht so das Sinnvollste. Pflanzen wir mal kurz selber wieder ein bisschen was an. Dass es nicht... dann hier nur Pilze nachher gibt. Okay. So, es ist Nacht. Eieieiei. Und die sind schon wieder mit der Sauberkeit nicht zufrieden. Wo liegt jetzt hier überall? Liegt hier überall wieder was rum, was ich nicht weggemalt? Ah ja. Ah ja. Ah ja. So, aber wir müssen auch festhalten, wir sind jetzt bei der nächsten Stufe, sind wir beim zweiten Hauptboss. Also der kommt, den kriegen wir jetzt auch demnächst in einem der nächsten Parts. So. Ja, jetzt müssten wir rauskriegen, wer ist dieser... Plimbo. Kennen wir Plimbo schon? Gibt es irgendwo Plimbo? Ich kann mich nicht erinnern, irgendeinen Plimbo schon mal gesehen zu haben. Hier ist kein Plimbo, ne? Du bist Ratau. Wer ist Plimbo? Ich hab keine Ahnung, ne? Ich glaube, wir kennen Plimbo noch nicht. Ist jetzt einfach meine Vermutung. Pilzilein hat keinen Namen. Du bist auch nicht Plimbo. Du hast es getan, oder? Du hast die Macht der Pilz gekostet. Ja, du bist genau wie Soso. Soso weiß, dass du ein Freund bist. Hier, nimm das, ein Zeichen der Freundschaft zwischen der Gehirnwäschpilze-Liebhabern. Oh, krieg ich hier von jetzt... Ah, ich krieg von ihm so ein rotes Ding. Okay. Dann fehlt nur noch eins für das nächste Vlies. Auch wenn ich die Vlies jetzt noch nicht so fühle. Ich möchte dir etwas anderes geben. Etwas, das deine unsterbliche Liebe für die Gehirnspitze symbolisiert. Oh lol, Pilzskulptur. Ja, okay. Brauche ich jetzt nicht, aber danke. Ja, 20 Goldbarren. Das werde ich bestimmt bauen. Ja. Baue es bei deinem Kult und komm wieder zurück. So zu dir ein letztes. Ich muss das bauen für den Scheiße. Ah, fühle ich jetzt nicht so. Baue Pilzskulptur. Ach nee. Halt, habe ich die gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Okay. Ach nee. Ich will Pilzskulptur nicht bauen. Der Leuchtturmtyp wollte ja so Kristalle haben. Die kriege ich wahrscheinlich in der dritten Welt, schätze ich mal. Weil bisher habe ich keine Kristalle bekommen.
Aber dir fehlt der Hummer. Du bist auch nicht Plimbo hier drin, oder? Du hast einfach gar keinen Namen mehr. Ja, alles klar. Ja, dann kenne ich Plimbo noch nicht. Blöd. Aber kann ich nicht ändern. Dann kenne ich Plimbo noch nicht. Oder ist Plimbo einer von denen da draußen? Ist der Kollege... Oh, da hat schon wieder was. Bist du Plimbo? Du bist Krankro. Bei dem kann ich immer Anhänger kaufen, oder was? Du bist keine Ahnung wer. Ja, nee, dann weiß ich's nicht, wer Plimbo ist. Ich gehe davon aus, wir kennen Plimbo noch nicht. So, Massensegnung. Na, Itze. So. Oh, Tafel ist wieder vollständig. Let's go. Oh, vierfache Massensegnung. Sehr schön. So, Kollege. Ja, fast. Da fehlt noch ein bisschen was. Bisschen was fehlt noch. Ich glaube, ganz ehrlich, ich werde das nächste Mal auch ein Ritual absetzen, bevor ich auf Kreuzzug gehe, dass das nicht runtergeht hier. Diese Gehirnwäschdinger sind ja nicht verkehrt. Jetzt baue ich mal so ein Anführerzelt. Ich will wissen, was das macht. Also, beziehungsweise ich gucke, was ich dafür brauche. 10 Wolle, ja, haben wir noch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich Wolle herbekomme. Wahrscheinlich auch aus irgendeiner von den nächsten Stages. Ich habe noch keine Wolle. Und ich kann hier auch keine Wolle, ne, herstellen lassen. Nee, ich kann hier so Faden herstellen lassen aus Wolle. Ja, Bruder. Ich habe doch keine Ahnung. Kann dich nicht segnen, ne, bisher. Ich brauche diese Kristalle für den Verbartman, die habe ich nicht. Ach, das ist doch alles schon wieder doof. Ja, wahrscheinlich muss man dafür in die nächste Stage gehen. Gut, aber wir haben gedings, dann können wir auch Predigt machen, ne? Ist jetzt Bartman da dabei? Wahrscheinlich nicht, weil er noch krank ist. Nee, ich sehe nur 1 plus 6. Das ist das von Fight. Na gut. Dafür können wir schon wieder eine Tafel machen. Arbeiten und beten. Wir gehen hier weiter rein. Inspiriere einen Anhänger, um seine Loyalität drastisch zu steigern. Ersetzt das Segnen. Ah, okay. Das heißt, das Segnen wird sozusagen gelevelt. Schüchtere einen Anhänger an, um ihn auch 2 Tage lang plus 10% Härte arbeiten zu lassen. Nee, so bin ich nicht drauf. Dann inspirieren wir lieber. So bin ich nicht drauf. Einschüchtern ist nicht mein Stil. Das klingt einfach nur verkehrt. So. Kann ich jetzt schon inspirieren oder ist es... Du hast heute schon inspiriert. Ah, nee, okay. Das kann ich gleich nochmal machen. Sehr schön. Aber inspirieren kann ich hier jetzt nicht, ne? Nee, ich kann nur umherziehen und es geht nur einmal. Ich kann dich noch inspirieren.
Dich kann ich noch inspirieren. Ach nee. Kann ich natürlich nicht. Ja, dann kann ich mit Bartman aktuell gar nichts anfangen. Sehe ich das richtig? Ja. Scheint so. Okay, jetzt können wir bauen, was wir bauen wollten. Richtig? Die gemeinsame Unterkunft. Ich nehme an, dass da drei rein können, wenn ich mir das so angucke. Na? Aber der kann halt nicht zusammenstürzen und das ist eigentlich schon ganz gut. Ich kann hier auch nichts ab... Also das ist wirklich was Neues, was man baut. Ja, okay, dann... Setzen wir die mal hier vorne hin. Und das andere ist dann wahrscheinlich ein Upgrade von den richtigen Unterkünften, die ich schon habe. Aber das ist dann nicht für mehrere. Sehe ich das richtig? Ich habe keine Ahnung. Ja, das sieht aus nach 1, 2, 3. Ja, okay. Dann Pen Fighter. Batman. Und Felix. Kann ich Felix jetzt... Ah, ich kann Felix noch nicht zuordnen, okay. Ah, dann ist das sozusagen die YouTube-Unterkunft. Zack. Oh, hier ist schon wieder... alles leer. Soll ich wieder auffüllen? So. Okay. Der Effekt von der Gehirnwäsche wird jetzt wahrscheinlich nach dieser Nacht wieder aufhören. Das ist aber in Ordnung. Ich wollte es nicht gießen. Nun gut. Ja, die Mission mit dem speziellen Essen, ich weiß halt nicht, wie man das herstellt. Das ist mein Problem. Ich schätze, dafür fehlen mir einfach noch irgendwelche Materialien. Irgendeine Art Gemüse, was weiß ich. Na? Ziemlich sicher fehlen mir da noch Materialien. Ja, gut, das werden wir halt wahrscheinlich in irgendeiner der nächsten Welten. Dafür müssten wir aber mal in die nächsten Welten kommen. Ich komme ja nicht voran, weil ständig in meinem Clan alles drunter und drüber geht. Okay. Jetzt sind wir schon wieder bei 48 Minuten. Die Frage ist halt, mache ich... Okay, wir machen erstmal das hier. Sehr gut. So. Was wäre jetzt sinnvoll? Was wäre jetzt sinnvoll? Was, also was bringt mich aktuell wirklich aktiv weiter? Ich meine, so ein Reinigungsposten klingt schon nicht verkehrt, ne? Ein Gebäude, das Anhänger die Möglichkeit gibt, sich um ihren Dreck zu kümmern. Anhänger reinigen auch Toilettenhäuschen. Ah, okay, ich verstehe. Oder haben wir noch irgendwas, was so grundsätzlich wichtiges Level-Up ist? Ich glaube nicht, ne? So, die wichtigen Sachen haben wir eigentlich. Aber man könnte jetzt noch das Tabernakel hochleveln. So, das ist klar, dass das geht. Aber ich würde, glaube ich, erstmal... so ein paar grundlegende Sachen noch bauen. Raffinerie 2 wird schneller hergestellt wahrscheinlich.
Ja. Na gut, wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Oder ich kann mehr herstellen. Wahrscheinlich ist es sowas. Komm, wir machen Raffinerie 2. Die Frage ist halt nur, was kostet Raffinerie 2? Ach. Ja, natürlich brauche ich erstmal den ganzen Quatsch wieder, den ich. Mann! Okay, pass auf. 6 Goldbarren, kann ich die noch schon herstellen? Nee. 3. Und ich habe nicht, ich habe, es ist egal, ich brauche 3 Holz auf jeden Fall auch. Und dann brauche ich noch ganz viel Stein. Ja, komm. Machen wir es mal so. Und das aber nur, um die zu verbessern. Ah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt fühle. So, jetzt wird es erstmal Nacht, jawohl. Das ist in Ordnung. Wieso legt sich jetzt nur Fight? Ach. Wo ist Bartman? Läuft der irgendwo rum oder wo ist der? Ah, hier, ja, der ist. Kann ich den schlafen? Ich kann gar nichts, ne? Ich kann. Nee, ich kann nichts. Ah, ärgerlich. Aber dann wissen wir jetzt, was es bedeutet. Was es bedeutet, wieder zu beleben. Dass es an sich okay ist, aber. Ja, ne? Ach so, ich kann ja auch Missionar 2 zum Beispiel mal leveln. Habe ich noch nicht gekauft, ne? Ja, ist noch Missionar 1. Missionar 2 mal gucken. Und da vielleicht die dann losschicken, solche Sachen holen. Aber wahrscheinlich brauche ich für Missionar 2 auch erst wieder den ganzen anderen Quatsch. Das ist ein Kreislauf. Maßeninspiration, let's go. Alter. Level 7 einfach schon. Nein, ich will den da unten ansprechen. Den hier will ich ansprechen. So, let's go. Ah, Felix kann ich befreien. So, ich habe dich gerade so gerettet, ne? Der hätte ja fast den Kult verlassen, wenn ich nicht schnell genug zurückgekommen wäre. Das ist schon echt kritisch. So, Inspiration, Felix. Und ich ordne dir jetzt hier den. Aber ja, genau, kann ich noch, habe ich. Kann ich jetzt machen. So, sehr schön. So, und für die große Unterkunft brauche ich. Also es ist gar nicht so viel. Brauche ich 2 Goldbarren und 2 Holz. Aber ich nehme wirklich an, dass das für einen einzigen ist dann. Und das ist so ein Dreierding.
Aber das stürzt nie zusammen, ist ja halt auch wichtig. Das ist das Entscheidende. Aber die anderen sind jetzt auch lange nicht mehr zusammengestürzt, muss man sagen. Also wir haben eigentlich gerade sehr ruhige Nächte, was das angeht. So, wir haben aktuell wieder alle draußen. Zeit für eine Predigt. Das gibt nämlich den nächsten Level. Ich kann erstmal nur das machen, ne? Okay. Aber ist ja eine grundsätzliche Stärkung. Also sehr wichtig. Und dann kann ich beim nächsten Mal, kann ich dann aber die göttlichen Waffen freischalten. Das ist sehr wichtig. So. Was muss ich da wieder lesen? Was habe ich nicht gelesen? Das Ding habe ich nicht gelesen, okay. Gut. Jetzt interessiert mich, wie viel Abklingzeit hat das Pilzding noch? Okay, ja, ja. Das ist schon ordentlich, aber das ist nicht weiter schlimm. Weil noch hält es ja sogar an. Also jetzt sehe ich auch da oben den Effekt, ne? Der Effekt ist jetzt über die Hälfte weg. Aber bis die Abklingzeit, also das ist, glaube ich, echt ein Effekt, den werden wir öfter machen. Weil man da einfach den Glauben nicht mehr verliert. Wir haben schon genug Stress. Da muss es nicht auch noch den Glauben runterziehen. Ja? So ein Ding ist das. Jetzt können wir gleich mal gucken, wenn wir hier die zwei Holz haben, dann haben wir auch genug Goldbarren, glaube ich, gehabt. Und müssen jetzt so eine Unterkunft bauen können. Ja, das ist so ein Upgrade. Und es ist dann aber auch nur für einen alleine. Ja, weiß ich nicht. Ist doch so, ne? Ist für einen alleine. Stürzt zwar nie zusammen, das ist gut. Aber das würde ich erst bauen. Das würde ich erst bauen, wenn wir diese Materialien nicht mehr anderweitig brauchen. Weil so fühle ich das jetzt irgendwie aktuell nicht. Bin ich ganz ehrlich. So fühle ich das aktuell nicht. Ich habe nur vergessen, was ich eigentlich bauen wollte. Das war's nicht. Ach ja, die Raffinerie 2. Ey, aber das ist jetzt irgendwie, ist das echt albern. Ich baue jetzt, ich lasse jetzt die ganzen Sachen raffinerieren, um dann eine bessere Raffinerie, naja. Naja, warum nicht, ne? Komm, wir machen jetzt mal Folgendes noch. Ah, ich habe kein Geld mehr, ist okay. Habe ich Anhängerfleisch aktuell? Alter. Ich hab viel zu viel Anhängerfleisch. Hoppala. Okay. Ich wollte sagen, wir können jetzt noch... Aber guck mal, das ist eigentlich noch viel zu viel. Ich würde sagen, wir können hier noch mehr... Aber das braucht sie eigentlich noch gar nicht. Das braucht sie eigentlich noch gar nicht. Das ist alles schon wieder voll hier. So. Wo kann ich eigentlich meine Quests verfolgen? Hier, ne? Guck mal, vielleicht habe ich irgendwas bisher übersehen. Suche nach so zu bauen. Stimmt, ich muss ja die Pilzskulptur theoretisch für ihn bauen. Ja, der Leuchtdings will Kristalle haben, die habe ich noch nicht. Aber wenn ich die Kristalle habe, dann kann ich auch Bartman retten. Das ist mir erstmal wichtiger. Hecate werden wir noch töten. Und das vorzügliche Gemüsefestmahl kriege ich leider nicht hin. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß leider nicht, wie es geht. Aber ich kann das gerne mal alles am Rand angezeigt haben. So.
Achso, kann ich nicht alles anzeigen, weil es die anderen Sachen wieder weg sind? Ah, okay. Ah, okay, ich kann immer nur 3 auswählen. Ich verstehe. Ja, dann kann das Hummerding aber auch weg. Ich weiß, dass der Fischer noch was will. So. I see. Ey, wir haben schon fast wieder voll. Das ist doch unglaublich, ne? Zack. Und schon geht's weiter. Das ist wirklich unglaublich. Ah, erst Missionar 3 schickt, kann ich dann die Sachen holen. Okay. Gibt's noch ein normales Upgrade? Also ist noch irgendwas... Na komm, wir machen mal so einen Reinigungsposten-Ding. Ach, der braucht auch wieder das besondere Material. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. Die brauchen alle das besondere Zeug. Wenn es das vorher anzeigen würde, würde ich mich auch anders entscheiden hier übrigens. Aber naja. Was soll's? Was soll's? So, jetzt brauchen wir noch Goldbarren ein paar Stück. Waren es 5 Stück? Ne, 3 Stück. Aber ist egal. Haben wir mehr Goldbarren? Ist nicht verkehrt. Ein Stein brauche ich auch noch. Warte, dann nehme ich einen Goldbarren raus. Und dafür einen Stein rein. So. Dann bauen wir noch eine bessere Raffinerie. In der Hoffnung, dass das dann wirklich sinnvoll ist. Batman, ey. Ich würde dir so gerne helfen, ne? Aber ich hab's leider noch nicht zusammen, das Zeug, was ich brauche für dich. Ich hab das Gefühl, ich habe hier ein bisschen viele Pilze. Aber es ist ja auch nicht verkehrt, weil die Pilze brauchen wir ja... Wie weit ist die Abklingzeit? Okay. Also, ja, das kann man schon ganz gut. Ich glaube, das kann man schon recht oft machen. Ich glaube, das kann man schon recht oft machen. Es ist ja immer noch... Der Effekt wirkt ja immer noch, ne? Also, das ist schon stark mit dem Glauben. Dass der Glaube nicht weggeht, das ist schon echt stark. So langsam brauchen sie Essen. Was kochen wir denn mal Hübsches? Ah, machen wir die Beeren wieder. Pisa-Fleischbrei, Erschöpfung. Aus Resten. Eigentlich nichts Gescheites. Kann einfach nichts Gescheites kochen. Das ist doch echt schade. Das klingt auch nicht verkehrt. Ja, komm, wir machen die Beeren. Ich hab's wieder nicht. So. So. Aber kann Batman dann überhaupt Hunger bekommen? Ich raff das nicht so ganz. Okay, er isst was. Er isst was. Gut. Gut, gut, gut. Deine Anhänger hungern nicht mehr. Sehr schön. Das ist doch schon mal was. Okay, da hat es irgendwie so die Hälfte gegessen scheinbar. Ich weiß es nicht. Ja, aber aktuell beschwert sich auch keiner, ne? Wahrscheinlich, weil der Glaube gar nicht runtergehen kann. Leuchtender Dünger.
so sick, wie schnell die das aufleveln, na? Wenn man die alle beten lässt. So sick. Deswegen haben wir halt auch schon so viel zusammen. Deswegen habe ich schon so viel, was ich bauen kann und was ich aber gar nicht alles bauen werde. Weil ich einfach diese göttlichen Inspirationen die ganze Zeit level. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ich kann es wahrscheinlich einfach verbessern, naja. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt. Das wäre halt totale Verschwendung, wenn die auch noch kaputt gehen würden. Das wäre echt mies. Das wäre echt richtig mies. Weil dieser Holzplatz zum Beispiel und so, ne, das geht ja alles kaputt, wenn man es ausgenutzt hat. So, und was ist jetzt hier anders? Ah, es hat mehr Platz, okay. Und wahrscheinlich geht es auch schneller. Ich hoffe mal, es geht auch schneller. Und dann stellen wir jetzt mal 3 solche Holz her. Ich habe ja richtig viel Holz. Ich habe auch einiges an Stein. Dann machen wir das mal hier. Und hier stellen wir ein paar Goldbarren her, dass wir auch da genug haben. Okay. Das wird dann aber alles im nächsten Part Stück für Stück von den Anhängern erstellt. Denn wir sind schon wieder weit über 1 Stunde. Das ist nicht so gut. Und der Einzige, der da rumläuft, ist Bartman, ne? Ja. Ja, gut. Wiederbelebung habe ich mir anders vorgestellt. Aber er ist immerhin wieder da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben in diesem Part, glaube ich, zumindest... Überall Pilze. Wir haben in dem Part zumindest eine neue Runde geschafft, glaube ich, von den Quests, ne? Also von den Kreuzzügen meine ich jetzt. Ich glaube, eine neue Runde war am Start. Nein, ich will nicht mit dir reden. Also ich würde schon gern mit dir reden, aber ich kann ja nicht. Okay, das Ding kann ich einfach nicht fangen. Ja, ich denke, wir werden den Part an der Stelle. Und wir haben jetzt mal die Gehirnwäsche ausprobiert. Sehr guter Effekt, sehr wichtiger Effekt. Werden wir definitiv noch öfter nutzen. Okay, das kann ich auch nicht fangen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Veit hat ein hohes Alter erreicht. No! Wie kann ich den jetzt töten? Nicht, dass ich es will, aber wir haben ja diesen Effekt freigeschaltet, dass wenn ich ältere Anhänger, ne, töte, dass das nichts ausmacht. Den Effekt hatten wir ja. Aber der ist einfach nicht, der wird einfach nicht... Verstehe das nicht, woher der kommt. Na, das ist das Ding. Ich verstehe nicht, woher dieser Effekt kommt. Dass ich, also wann ich das lerne, dass ich Anhänger töten kann. Das klingt so falsch. Das klingt echt total falsch. Es tut mir leid. Ach man, Veit. Kann ich, aber ich kann ihn nicht mehr inspirieren, ne? Ich kann gar nichts. Gar nichts mit ihm machen. Gut, machen wir noch die Predigt.
hast du trotzdem richtig viele. So. Ja, wollte ich doch auch gar nicht. Alter, 36 Gold. Let's go. Ihr seid zu gut zu mir. So, irgendwo muss noch ein Haufen sein, den will ich noch wegmachen und dann hören wir auf. Müssen wir leider, müssen wir. Ich sehe keinen Haufen mehr. Aber es ist noch nicht alles sauber. Ich verstehe nicht ganz. Wo ist jetzt noch nicht alles sauber? Bin ich blind? Ich sehe keinen anderen Haufen. Bin ich blind? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Holen wir uns noch die letzte göttliche Inspiration für heute. Was ist fassungslos? Das klingt so falsch. Machen wir Schreinflamme 3, was soll's. Es ist zumindest ein Level-Up, was in jedem Fall was bringt. Wenn auch nicht sofort, sondern erst dann, wenn man's... Naja. Okay. Ich denke, wir hören auf. Ich muss irgendwann aufhören. Es ist immer schwierig. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und... Was ist mit dir los? Okay. Er läuft hier rum und unterhält sich. Ja, und jetzt ist wieder der Glaube auch normal. Aber bleibt natürlich... Oh, direkt einer erkrankt. Was ist denn jetzt los? Wieso bist du denn jetzt erkrankt? Lass dich mal streicheln. An was ist er jetzt erkrankt, hä? Gedanken, Gedanken, Gedanken? Ah, nein, ich will Gedanken. Hä? Wo kann ich denn Gedanken lesen? Wieso kann ich jetzt nicht Gedanken lesen? Weil er krank ist, oder was? Okay, was brauche ich, um dich zu heilen? Oh, einfach 15 von den Blumen. Machen wir, let's go. Dann geht's dir gleich wieder besser. Ja, schön. Gut. Fight, es ist... Mann, jetzt geht immer als nächstes drauf. Und ich kann nichts dagegen tun, weil... Ich weiß, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass das, na, das andere, aber... Er kann nicht töten, ich kann nicht töten. Ich glaube, das muss man erst irgendwie freischalten. Ich weiß aber nicht, wie. Vielleicht einfach mit der Zeit. Dass man mehr schaffen muss. Das könnte ich mir halt vorstellen. I don't know. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich muss aufhören. Es tut mir leid. Und sage Tschüss.